machen wir zu Pfingsten, wenn die Wiesen blühen. Wir fahren nach Karl-Marx-Stadt. Schnell, ich werde noch erstmal das Lied anstimmen und dann geht's. Wir fahren nach Karl-Marx-Stadt über Autobahn und Schien. Und das Blau unserer Fahne ist das Sonntagshimmelblau, ist das Blau der Ozeane und der feichen Morgen. Ich erwarte, dass wir ein ziemlich gutes Konzert machen, davon gehe ich aus. Und ich erwarte, dass wir viel besser sind wie in Würzburg. Da bin ich sogar fest überzeugt davon, dass wir das schaffen, weil wir einfach besser drauf sind, bessere Dirigenten und das alles ganz super wird. Da bin ich fest überzeugt. Dass es lustig wird, interessant, dass Klasse, wir gut spielen. Spaßgesellschaft. Dass wir gut spielen, dass der Raum schön klingt, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen. Ja. Arte, ein wunderschöner Wettbewerb. Mit einer Punktzahl, die hoffentlich über 90 geht. Da sind wir hochzufrieden. Und anschließend gibt es eine große Sause, die fängt heute Abend schon an. Und geht genau bis Sonntagabend um 21 Uhr, wenn wir dann aus dem Bus aussteigen. Wir fahren ja, hallo, guten Morgen. Was ich erwarte? Ja, ich schließe mich mit Thomas an. Dass wir über 90 kommen, eine schöne Wettbewerbsspiele. Ich freue mich auf das Opernhaus, da zu spielen, die Akustik zu genießen und dann feiern, zwei Tage lang. Abends im Hotel mit den Freunden, keiner fahrt heim früher. Das finde ich toll. Das erwarte ich. Genau. Zunächst grüße ich mal meine Mutter, die daheim in betreute Wohnung ist und sich auch daumendrückend um 16.10 Uhr hinsetzt. Das macht die immer so. Aber ich erwarte mir ein gutes Konzert, wo ich ein gutes Gefühl habe, dass wir gut gespielt haben. Dem Orchester erfahrungsgemäß bringt so ein Wettbewerb immer was, wenn man ganz anders sich vorbereitet. Und alles andere ist tagesformabhängig. Ansonsten freut es uns natürlich, wenn wir uns wieder mal einer Konkurrenz stellen können. Und wie gesagt, 90 Punkte wäre natürlich ein tolles Ergebnis in unserer Klasse. Ja, ich bin ja der sportliche Typ hier. Ich gehe gar nicht zur Musik. Sieht man ja mal im Outfit. Und sportliche Typen wollen immer Erfolg. Also sind wir hierher gefahren, um Erfolg zu haben, mal grundsätzlich. Erst in zweiter Linie, anders bei der jungen Generation, kommt bei uns der Spaß. Ja. Nachdem wir schon eine empfindliche Niederlage gegen die Stadt Stuttgart eingeholt haben, wollen wir das jetzt wieder gut machen. Das steht an oberster Stelle. Wem ist das? Ja. Einfach abstellen, du sollst es dann holen. Thank you.
Flügelmeister ist hinterher mit der Tara. Ach, da drauf, dass er bei uns bleibt. Ja? Okay. Klappt noch, ja. Als nächstes Orchester der Kategorie 5 hat auf der Bühne Platz genommen, die Stadtkapelle Radolf Zell. Die 70 Musikerinnen und Musiker spielen unter der Leitung von Kuno Rauch und sie haben sich zunächst einmal eingespielt mit einem Stück namens Festival Prelude. Wir hören von ihnen das Pflichtstück Mouvement Symphonique von Stefan Adam und dann als zweites ihr Wahlstück Jericho von Morton Gold. Also, es war sehr heiß, und aber überwältigend. Ich meine, so auf so einer Bühne zu spielen ist wirklich was, das kann man nicht oft. Und deswegen haben wir uns da sehr gefreut. Es ist ein bisschen was passiert, aber jetzt schauen wir mal, wie die Jury das bewertet. Und wir haben unser Bestes gegeben, und das ist das, was wir leisten können. Und es war ein tolles Erlebnis.